Genau, ihr habt hier tolle Leute, aber danke vor allem Pastor Gerd für dieses Privileg hier zu sein, für dein Vertrauen. Das ehrt mich und das freut mich. Kennt ihr diese Gebete am Anfang des Jahres, die man betet? Selbst Leute, die keine Christen sind, beten diese Gebete. Vielleicht kennst du es unter Neujahresvorsätze. Und ich habe von einer Person gehört, beziehungsweise gelesen, dass sie geschrieben hat, sie hatte auch ein eindrückliches Gebet zu Gott, nämlich: Gott, mach, dass meine Taille schlanker wird und mein Portemonnaie dicker. Aber verwechsel es nicht wie letztes Jahr. Ich war Weihnachten zu Hause. Ich habe ja auch kleinere Geschwister. Meine Schwester hatte Geburtstag und dann fällt das fast so um Weihnachten rum. Aber ich dachte mir, okay, ich schenke zwei Geschenke. Und zum einen hatte ich so ein Parfüm, tolle Rezension von Tommy Hilfiger. Und ich dachte, das wird meiner Teenager-Schwester wirklich gefallen. Ich komme dahin, zeige das Geschenk und sage: Tina, das ist für dich. Sie guckt mich an, sagt mir: Victor, das habe ich schon. Das Zweite, was sie gesagt hat, war schlimmer, denn sie sagte: Das gefällt mir nicht. Und ich dachte, das gibt's doch nicht, schade. Er war stets bemüht, ja, aber irgendwie sollte es nicht sein. Dann dachte ich, ich habe ja noch ein zweites Geschenk. Ich war nämlich letztens in Wiesbaden vor Weihnachten und habe da so Schuhe gesehen in der Stadt. Und ja, ich glaube, ich habe einen schönen Schuhgeschmack. Bitte lach jetzt nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir so, das wird meiner Schwester definitiv gefallen. Sie ist auch ziemlich stylisch unterwegs und ich dachte, diese Schuhe, perfekt. Ich von der schönen Marke, von Puma, und ich gebe ihr die. Und sie guckt sie an, schlüpft in den Schuh rein. Sie haben perfekt gepasst. Und dann sagt sie mir: Victor, sie gefallen mir aber nicht. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Da gibt man sich so viel Mühe, gibt nicht einfach nur Geld oder sonst was, sondern überlegt, denkt nach, recherchiert und so weiter. Und dann ist es irgendwie doch nicht cool. Vielleicht kennst du das auch, dass vielleicht Weihnachten oder Geburtstage, dass du irgendwann mal ein Geschenk bekommen hast, was du am besten weiter verschenkst. Kennst du sowas? Ja? Okay, sehr gut. Dann wisst ihr, wie ich mich auch manchmal fühle. Aber manche Leute denken das auch in Bezug auf das Gebet so. Nämlich im Sinne von: Warum bringt es denn eigentlich etwas, wenn ich bete, wenn ich doch sowieso nicht das bekomme, was ich mir wünsche? Dann bete ich einfach nicht mehr. Es ist so gut, dass du heute hier bist, denn heute Morgen geht es um das Geheimnis erfolgreichen Gebets. Bist du gespannt? Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass du diese Gemeinde liebst und jeden Einzelnen hier. Und Heiliger Geist, zeig uns heute Jesus. Amen. Amen. Das Geheimnis erfolgreichen Gebets. Und ich möchte dich bitten, einfach dran zu bleiben, weil wir einen kleinen Weg gehen werden, um eine Grundlage zu schaffen für das Geheimnis erfolgreichen Gebets. Aber wenn wir über dieses Geheimnis erfolgreichen Gebets reden, müssen wir verstehen und dürfen wir verstehen, in welcher Zeit wir überhaupt leben. Das ist sehr wichtig. Nämlich in Lukas 4, Vers 18 und 19, da sind die Folien auch für euch da. Nämlich: Jesus predigt seine erste Predigt in Nazareth. Er zitiert eine Schriftstelle aus Jesaja 61. Und da heißt es: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu verkündigen, Gefangenen Freiheit auszurufen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Stark, oder? Das ist der Auftrag von Jesus Christus. Und als Jesus in der Synagoge damals gepredigt hat, hat jeder Jude direkt verstanden, worum es eigentlich geht. Nämlich das Gnadenjahr des Herrn. Es gibt auch andere Übersetzungen, vielleicht auch in deiner Bibel, das Halljahr oder das Jobeljahr. Auf jeden Fall wusste ein Jude, was dieses Gnadenjahr bzw. das Jobeljahr wirklich ist. Denn
Ein Jude hat sich direkt erinnert, das, was im Alten Testament steht, dass dieses Gnadenjahr, dieses Jubeljahr, kommt nur einmal in 50 Jahren vor. Einmal in 50 Jahren. Und es ist eine Zeit der Wiederherstellung. Nämlich Menschen, die aufgrund von Schulden in die Sklaverei damals kamen, damals gab es noch krassere Zeit mit Sklaverei und so weiter, die wurden im 50. Jahr, wurden sie freigesetzt. Sie durften zurück zu ihren Familien. Da war eine Wiederherstellung, aber nicht nur das, sondern in dem 50. Jahr, wenn du dein Land verloren hast, wenn du dein Hab und Gut verloren hast, dein Land, dein Erbe, was dir eigentlich zusteht, bekamst du es im 50. Jahr wieder. Das ist ein Jahr der Wiederherstellung. Freiheit wurde verkündigt, Schulden wurden erlassen, Menschen kamen zurück zu ihren Familien. Das ist das Gnadenjahr des Herrn. Jeder Jude hat das verstanden, als Jesus darüber gesprochen hat. Aber dann sagt Jesus etwas, was sehr erstaunlich ist, nämlich da heißt es in Vers 21, Lukas 4, Vers 21, Jesus begann zu reden, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Und mir geht es auch manchmal so wie euch, weil wenn ich die Bibel lese und dann, ja, in Jesus hat sich das halt erfüllt, okay, gut, weiß ich doch, ja klar, Jesus halt. Aber für die Juden damals, das war ein Schock. Das war ein Schock, warte mal, wer ist dieser Jesus? Das kann doch nicht sein, dass durch ihn kommt das Gnadenjahr, dieses 50. Jahr, kommt durch ihn zu uns. Wie kann er sowas behaupten? Wer denkt er denn, wer er ist? Jesus predigt seine erste Predigt und wisst ihr, was diese Leute machen wollen mit ihm? Sie wollen ihn danach töten. Das nenne ich mal eine Predigt, ja? Unglaublich. Mit Jesus bricht ein neues Zeitalter an. Mit Jesus ist eine Zeitwende da, nämlich das Gnadenjahr des Herrn. Und der ganze Dienst, der ganze Auftrag von Jesus wird in Lukas 4, Vers 18 und 19 zusammengefasst, nämlich dass Menschen in die Freiheit kommen, Schuld vergeben wird, weil das Gnadenjahr des Herrn da ist, weil die Wiederherstellung Gottes kommt, weil das Reich Gottes durch Christus auf diese Erde kommt. Und dort geschieht Wiederherstellung, Vergebung, Freiheit. Freiheit, Heilung, Vergebung, Erlösung. Amen. Und in dieser Zeit lebst du und ich. In dieser Zeit lebst du und ich. Wörtlich heißt es in Lukas 4, Vers 19, ich habe es im Griechischen nachgeguckt, da heißt es zu verkündigen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Ein angenehmes Jahr des Herrn. Und es gibt ein theologisches Wörterbuch, was dieses angenehme Jahr definiert. Ich möchte euch die Definition geben. Das angenehme Jahr des Herrn, wo du und ich, wo wir als Gemeinde, weil wir Kinder Gottes sind, worin wir leben, ist die meistgesegneteste Zeit, wo die freien Gaben, Geschenke Gottes und seine Erlösung reichlich und im Überfluss vorhanden ist. Ich möchte es wiederholen, weil das so unglaublich ist. Du lebst in diesem angenehmen Jahr des Herrn und das angenehme Jahr des Herrn, dieses Gnadenjahr des Herrn, ist die meistgesegneteste Zeit, wo die freien Gaben und Geschenke Gottes nicht nur reichlich, sondern im Überfluss vorhanden sind. Selbst wenn du das nicht glaubst, selbst wenn du sagst, nein, bei mir ist es nicht so, du lebst in dieser Zeit, die durch Christus angebrochen ist. Ja, das Reich Gottes ist mitten unter uns durch Christus und wird vollendet. Und wenn es vollendet wird, dann gibt es dort keine Träne mehr, es gibt kein Leid mehr, es gibt keine Sünde und es gibt keinen Tod mehr. Aber es beginnt schon jetzt durch Christus. Das ist sein Auftrag. Das ist seine Mission. Deswegen ist Jesus gekommen, damit das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes sich hier manifestiert. Und wo Gemeinde ist, da sehen wir, dass das Reich Gottes da ist, weil dort Menschen geheilt werden, Menschen gerettet werden, Vergebung und Wiederherstellung passiert. Dieses Wort angenehm
wie ihr jetzt feststellt, ich mag das so ein bisschen ins Griechische reinzuschauen, um zu gucken, was die Wurzel eines Wortes ist. Dieses Wort angenehm, was Jesus da zitiert aus Jesaja, das Neue Testament ist ja im Griechischen geschrieben worden, das Alte im Hebräischen, aber aus dem Alten Testament gibt es auch eine griechische Version. Und in Jesaja 61 findest du eben auch dieses griechische Wort angenehm, was eben dort steht. Und insgesamt kommt dieses Wort angenehm in dem Alten Testament 34 Mal vor. 34 Mal. Und in keinem anderen Buch wird es häufiger erwähnt als in dem Buch vom dritten Buch Mose. Mit ein und derselben Thematik. Nämlich es geht im Kontext von den angenehmen, geht es immer um Opfer. Also nicht im Sinne von Mensch, du Opfer, sondern von Tieropfern. Und da gibt es verschiedene Übersetzungen, also verwundere dich nicht, wenn in deiner Übersetzung da nicht angenehm steht, sondern es gibt verschiedene Übersetzungen, Wohlgefallen, Wohlwollen, angenommen, angenehm, Gnade. Also es ist ein vielfältiges Wort. Ich möchte euch in drei Stellen kurz zeigen, wo das Wort angewandt wird, nämlich in 3. Mose 22, 18 bis 21. Und passt bitte auf, denn das ist sehr wichtig. Wer aus dem Hause Israel sein Opfer darbringen will, es ist im Kontext von Opfern, was sie dem Herrn als Brandopfer darbringen wollen, damit es euch wohlgefällig mache, soll es ein männliches Tier sein, ohne Fehlern von Rindern oder Schafen oder Ziegen. Alles, was einen Fehler hat, sollt ihr nicht opfern, denn es wird euch nicht wohlgefällig machen. Und wenn jemand ein Dankopfer dem Herrn darbringen will, von Rindern oder Schafen, so soll das ohne Gebrechen sein, damit es wohlgefällig sei. Ich möchte kurz, dass wir den Fokus auf diese drei wohlgefällig richten. Nämlich die ersten zwei wohlgefällig beziehen sich auf den Menschen. Das heißt, wenn ein Tier ohne Sünde, ohne Makel geopfert wird, das war die Voraussetzung, damit es euch wohlgefällig mache, da geht es um den Menschen. Versteht ihr? Wenn das Tier vollkommen ist, wenn es keinen Fehler hat, dann wird es euch wohlgefällig machen, also den Menschen. Das zweite wohlgefällig bezieht sich auch auf den Menschen, nämlich dann, wenn das Tier einen Fehler hat, einen Makel, nicht laufen kann, keine Ahnung, irgendwie eine große Narbe hat oder sonst wie. Und wenn das geopfert wird, dann wird es euch nicht wohlgefällig machen. Also der Mensch wird dadurch nicht angenehm oder wohlgefällig vor Gott. Das ist das Wort angenehm, wohlgefällig. Und dann das dritte heißt es, wenn jemand ein Dankopfer dem Herrn darbringen will, von Rindern oder Schafen, soll es das ohne Gebrechen sein, das Tier soll ohne Gebrechen sein, damit es wohlgefällig ist. Das bezieht sich also hier nicht auf den Menschen, sondern auf das Tier. Ja, habe ich euch? Sehr gut. Johannes der Täufer sah Jesus am Jordan und wisst ihr, was er sagt zu Jesus? Seht her, er sagt es zu den Menschen, seht her, das ist das Opferlamm Gottes, welches die Schuld der Welt hinwegträgt. Ihr Lieben, Jesus Christus ist unser wohlgefälliges und angenehmes Opfer vor Gott, weil er ohne Sünde, weil er ohne Schuld, weil er ohne Fehler ist und weil Christus sein Leben für uns gibt, sind wir jetzt wohlgefällig vor Gott. Und dazu darfst du ein Amen sagen, genau. Und wenn du mit diesem Bewusstsein morgens aufstehst, du kommst aus dem Bett, du deinen ersten Schritt, den du tust, wenn du damit aufwachst und aufstehst, Gott ist wohlgefällig mit mir, nicht aufgrund von dem, wer ich bin und was ich geleistet habe, sondern aufgrund von dem, was Christus getan hat, dann wirst du mit dem richtigen Fuß aufstehen. Weil es nämlich um Jesus geht. Es ist Jesus. Wie wurde dieses Jubeljahr oder dieses Gnadenjahr ausgerufen? Da heißt es nämlich in 3. Mose 25 folgendes, Vers 9. Lasst ihr am 10. Tag des 7. Monats, dem Versöhnungstag, im ganzen Land das Widderhorn blasen. Also im 50. Jahr wurde das Jubeljahr ausgerufen und wodurch? Durch ein Widderhorn. Für alle Stadtkinder habe ich ein Bild mitgebracht von einem Widder.
Das ist ein Widder. Ein männliches Schaf, musste ich auch erstmal googeln und so weiter. Aber das hebräische Wort für Widderhorn oder Widder ist Jobel. Und deswegen kommt das Gnadenjahr oder das Jobeljahr von dem, weil das Gnadenjahr, das Jobeljahr wurde durch das Widderhorn ausgerufen in das Land. Deswegen Jobeljahr oder Gnadenjahr. Ich habe so mal so ein Widderhorn mitgebracht und ich wollte euch mal zeigen, wie das sich ungefähr angehört hat. Seid ihr bereit? Okay, come on. So. Okay. Okay. Die Luft ging aus, sorry. Ist einfach so. Sorry. Aber der Gerhard, er hat eine Musikdatei und für 10, 20 Sekunden wollen wir mal uns anhören, wie das ungefähr sich angehört hat. Bitteschön. Ihr Lieben, weil das Widderhorn geblasen worden ist im ganzen Land, da war ein Jubel im ganzen Land, weil das Gnadenjahr, das Jubeljahr ist angebrochen. Gott stellt Menschen wieder her. Gott stellt Familien wieder her. Gott schenkt Freiheit von Schuld. Dinge werden wiederhergestellt. Die Leute waren begeistert, so wie auch ihr, weil das Gnadenjahr des Herrn angebrochen ist. Ist es nicht interessant, dass das Gnadenjahr, das Jubeljahr auf dem Tag beruht, nämlich auf dem allerheiligsten Tag im Alten Testament für das jüdische Volk, nämlich der große Versöhnungstag. Was ist dieser große Versöhnungstag? Einmal im Jahr durfte ein Priester ins Allerheiligste gehen, der Stiftshütte oder später des Tempels, und durfte vor Gott ein Opfer darbringen zur Sühnung der Schuld der Menschen. Für das gesamte Volk. Und erkennt ihr es? Erst musste Versöhnung da sein. Erstmal müsste ein Opfer da sein. Und dann erst konnte das Gnadenjahr ausgerufen werden. Und wie heißt es in Hebräer 10, Vers 19 bis 22? Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen neuen und lebendigen Weg. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen, mit Zuversicht vor Gott treten. Ihr Lieben, wir haben jetzt einen ungehinderten Zugang zu Gott, weil Christus sein Leben für uns gab, weil er uns mit Gott versöhnt hat, ist der Weg zu Gott frei. Wir sind und leben in seiner Gegenwart. Du hast dich vielleicht gefragt, ja Victor, das Geheimnis erfolgreichen Gebets, wann fängst du mal an, über Gebet zu sprechen? Das alles, was ich gezeigt habe, in der Zeit, in der wir leben, nämlich dem Gnadenjahr des Herrn und wodurch das zustande gekommen ist, durch das Opfer von Jesus Christus, das ist die Grundlage und das ist das Geheimnis erfolgreichen Gebets. Denn wenn du nicht verstehst, in welcher Zeit du lebst, wenn du nicht verstehst, was Christus vollbracht hat, dann kannst du nicht das empfangen, was Gott für dich hat. Alle Segnungen, die du im Jahr 2018 bekommen hast oder auch schon im Jahr 2019, sind auf der Grundlage von dem, was Christus vollbracht hat. Alle Gebetserhörungen, die du bekommst und bekommen wirst, jemals in deinem Leben, sind auf der Grundlage von dem, was Christus vollbracht hat am Kreuz. Und wisst ihr, in der Vorbereitung hat Gott mir echt etwas ins Herz gelegt und das möchte ich wirklich am liebsten in dein Herz hineinschreiben. Ich möchte es am liebsten hineingravieren, weil das alles nochmal verändern wird in Bezug auf Gebet. Nämlich, dass Gott zu mir gesagt hat, Victor, wenn du betest, wenn du zu mir betest, dann ehrst du das, was Christus am Kreuz vollbracht hat.
Jedes Mal, wenn du zu deinem himmlischen Vater kommst, jedes Mal, wenn du ein Gebet sprichst, ist das nur möglich, weil Christus den Weg frei gemacht hat und du ehrst das, was Christus am Kreuz vollbracht hat. Und weil du das ehrst, was Christus vollbracht hat, wird Gott deine Gebete ehren. Ihr Lieben, das hat meine ganze Sicht auf Gebet verändert. Meine ganze Sicht wurde dadurch verändert. Wenn wir über das Gebet sprechen, dann hat sich wahrscheinlich schon jeder vorgenommen, mehr zu beten, oder? Vielleicht kennt ihr die Predigten, oh, wir müssen alle mehr beten und ja, lasst uns mehr beten. Und das ist richtig, wir wollen ja mehr beten. Es ist ja was Gutes. Und wenn wir das verstehen, nicht nur mit unserem Kopf, sondern mit unserem Herzen, in welcher Zeit wir leben und welcher Zugang freigemacht worden ist, nämlich durch das Opfer von Jesus, dann wollen wir mehr beten. Aber es gibt häufig so Dinge, die uns irgendwie davon abhalten, mehr zu beten. Auf der einen Seite ist es vielleicht die Zeit, wo wir vielleicht manchmal falsche Prioritäten setzen und irgendwie kann man die Zeit irgendwie anders immer totschlagen. Man kann noch diese Fernsehshow sehen, man kann noch dort im Internet surfen und das muss ich machen. Kennt ihr das, wenn ihr euch Zeit nimmt fürs Gebet, auf einmal kommt ein Gedanke, das musst du jetzt dringend noch erledigen. Kennt das jemand? Das geht nicht nur euch so, sondern auch Pastoren. Ist einfach so. Oder die ganzen Ablenkungen, weißt du, du könntest dich mit 1000 Leuten treffen, du könntest noch das und jenes machen, aber nimm dir bloß keine Zeit für das Gebet. Ich glaube, der Teufel ist dabei, uns so sehr abzulenken, damit wir gerade nicht den Fokus aufs Gebet legen, weil wir dadurch das ehren, was Christus am Kreuz vollbracht hat. Oder vielleicht sagst du, Victor, ich bin zu schwach, um zu beten. Was bringt es denn zu beten, wenn ich immer noch seit Jahren auf eine Antwort warte? Was bringt es zu beten, wenn ich seit Jahren keinen Job habe? Was bringt es zu beten, ich bin seit Jahren krank und Gott erhört mein Gebet nicht? Warum sollte ich beten? Auf der einen Seite gibt es diese Punkte und Argumente, wo man vielleicht sagt, okay, das macht das Gebet schwierig. Auf der anderen Seite glauben wir manchmal etwas über das Gebet, was nämlich völlig falsch ist. Und wir machen aus dem Gebet eine Leistung, um uns irgendetwas vor Gott und von Gott zu verdienen. Ich war letztens im Bus und da hat ein Mann mit seinen zwei Söhnen gesprochen. Der eine Sohn war ungefähr 10 Jahre und er hat gesagt zu seinem Sohn, wenn du in Mathe eine 2 schreibst und bekommst, dann ist dein Geburtstagsgeschenk gebonkt. Dann gehen wir ins Stadion, du bekommst ein VIP-Ticket für deinen Bruder, für dich und für mich. Wir kaufen Trikots, wenn du eine 2 schreibst. Wenn du es aber nicht schaffst, dann wirst du das Trikot nicht bekommen. Dein Bruder wird es bekommen und ich werde es bekommen, aber nicht du. Und du wirst traurig sein und du wirst weinen, weil du es nicht geschafft hast. Alles liegt in deiner Hand. Wisst ihr, ich war im Bus, ich habe das gehört und ich wusste, bald muss ich predigen. Ich habe direkt mitgeschrieben, deswegen kann ich es euch so sagen. Ich möchte jetzt keinen Eltern zu nahe treten. Aber manchmal machen wir aus einem Geschenk, machen wir auch eine Leistung, wofür wir leisten und etwas arbeiten müssen, um uns irgendetwas zu verdienen. Aber sorry, das ist kein Geschenk. Das ist eine Belohnung, das ist eine Leistung und du hast dir etwas verdient. Aber ein Geschenk sieht anders aus. Und oft denken wir so unbewusst über Gott. Wenn ich mehr beten würde, wenn ich mehr Bibel lesen würde, wenn ich mehr glauben würde, wenn ich das mehr proklamieren und bekennen würde, dann könnte ich Gott umstimmen, damit er endlich das Wunder in meinem Leben tut. Wenn ich doch mehr das und jenes tun würde, wisst ihr was, dann geht es mehr um uns. Aber im Gebet geht es weniger um uns, sondern um das, was Christus vollbracht hat. Nämlich er hat den Weg vollbracht, er hat das Kreuz, er ist gestorben und auferstanden, er hat den Weg frei gemacht für uns. Es geht im Gebet weniger um uns, sondern mehr um ihn. Es geht um ihn. Vielleicht sagst du, ja Victor, ja Jesus zitiert ja diese eine Bibelstelle und
ja, das macht mir so ein bisschen Sorgen aus Jesaja. Und wenn du dann mal diesen Text aus Jesaja dann liest, ja, Victor, und deswegen finde ich es auch irgendwie schwierig zu beten. Und gut, dass du dieses Argument mir bringst, weil jetzt kann ich darauf eingehen. Danke. Und da heißt es nämlich, lass uns den Text reinschauen, Lukas 4, Vers 19 und 20. Und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und dann heißt es, und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Die Schriftrolle rollte er zusammen, er tat es zu. Und in Jesaja 61, Vers 2 heißt es zu verkündigen, das ist das Zitat, aus dem Jesus vorliest, und zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn, und das könnt ihr jetzt nicht lesen, aber ich, und einen Tag der Rache unseres Gottes. Jesus liest aber nur, uns zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn, und als er das Buch zutat, er liest nicht den letzten Satz. Und mein Vorschlag für dich und für mich, wo Jesus das Buch zutut, dann mach es auch zu. Weil mit Jesus ist das Gnadenjahr des Herrn angebrochen. Und diese Zeit der Rache Gottes, des Gerichts Gottes, darauf warten wir schon über 2000 Jahre. Und es wird eines Tages auch passieren. Das sehen wir ganz klar im Buch der Offenbarung. Aber das, was die Propheten damals nicht sehen konnten, das, was die Jünger oder die Pharisäer nicht sehen konnten, ist, dass zwischen dem einen Halbsatz und dem anderen Halbsatz schon über 2000 Jahre vergangen ist. Du lebst nicht unter dem Gericht Gottes, sondern du lebst im Zeitalter der Gnade. In Jesus Christus ist das Reich Gottes angebrochen. Aber kennst du vielleicht nicht auch diesen kleinen Gedanken, wenn irgendetwas falsch läuft, wenn du vielleicht einen Unfall gemacht hast, wenn du krank geworden bist, die erste Frage, der erste Gedanke, der kommt, ist, was habe ich falsch gemacht? Ne? Und das ist es nicht interessant, dass wir auch als Christen so sehr sündenbewusst leben, anstatt Christus bewusst. So viele Christen leben in dem Zeitalter von dem Tag des Gerichts Gottes und sonst was. Gott schlägt dich mit Krankheit und sonst was, weil du ungehorsam warst oder sie sowas. Und sie leben nicht unter dem, was Jesus nämlich gesagt hat, Lukas 4, 18 und 19, in dem angenehmen Jahr des Herrn. Du darfst wissen, Christus hat den Weg frei gemacht. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und du darfst immer zu deinem himmlischen Vater kommen. Das ist Gebet, das ist unsere Kommunikation mit Gott. Und doch hat Gebet ganz viel mit Glauben zu tun. Nämlich glaube ich den Verheißungen Gottes. Glaube ich, wenn Jesus sagt, schließ dich in dein Kämmerlein ein, bete zu Gott und der Vater, denn das Verborgene sieht, er wird es dir belohnen, er wird es dir vergelten. Glaube ich, dass mein Gebet Power hat, nicht aufgrund von meiner Kraft, sondern im Namen Jesu, in seiner Kraft, in seiner Autorität? Glaube ich, dass Dinge wirklich passiert und verändert werden? Glaube ich, wenn Jesus sagt, wenn zwei oder drei sich eins machen, worum sie bitten, es soll ihnen vom Vater widerfahren? Jesus sagt es in den Abschiedsreden, Johannes 14 bis 16, sagt er sechsmal, betet in meinem Namen. Betet in meinem Namen. Es ist so powerful, es ist so eine starke Verheißung. Und jetzt würde jeder Christ, wie auch ihr, sagen, ja natürlich glauben wir das. Jesus sagt es und wir glauben das. Aber die Frage für mich ist, ist es vielleicht nur ein Kopfglaube oder ist es ein Herzensglaube? Weil den Glauben, den ich in der Bibel und im Neuen Testament sehe, ist, wenn ich mit dem Herzen glaube, verändert es auch mein Handeln. Also die Frage danach, warum beten wir so wenig, ist vielleicht, weil wir so wenig glauben, dass Gebet so viel bewirkt, oder? Spannende Fragen heute Morgen. Glauben wir das? Als Jesus vor 2000 Jahren in Israel umhergegangen ist, hat er zu einigen Leuten gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Kennt ihr solche Stellen?
zu der einen Frau, die mit dem Blutfluss war, die 12 Jahre krank war, die alles Geld verloren hat, alles Geld den Ärzten, Medizin und sonst was ausgegeben hat. Sie hat eine Begegnung mit Jesus und Jesus sagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Und vielleicht bist du heute hier und du sagst, Victor, genau diesen Glauben brauche ich. Genau diesen Glauben brauche ich von dieser Frau, damit Gott endlich eingreift, damit endlich mein Gebet erhört wird, damit Gott endlich die Situation in meinem Leben, auf meiner Arbeit, in meiner Ehe verändert. Dann habe ich heute eine gute Nachricht für dich. Der Glaube ist nicht etwas, was du dir erarbeiten kannst oder dir verdienen kannst, sondern der Glaube wird dir geschenkt. Es wird dir geschenkt. Deswegen heißt es in Römer 10, Vers 17, deswegen ist mir es auch immer wichtig, dass ihr es im Wort Gottes selbst seht und hört, weil ich hier nichts sagen möchte, was gegen das Wort Gottes geht. Denn es heißt, wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Luther 84 drückt es so aus, der Glaube kommt durch die Predigt und die Predigt durch das Wort Christi. Das heißt, der Glaube ist etwas, was dir geschenkt wird, indem du das Wort Gottes, indem du von Jesus Christus hörst. Wisst ihr, diese Frau ist nicht umhergegangen und hat gesagt, ich muss mehr glauben und wenn ich mehr glaube, dann wird Jesus mich heilen. Nein, wenn du die Stelle aus den Evangelien liest, siehst du, sie hörte von Jesus. Und indem sie von Jesus hörte, wuchs ein Glaube in ihr, weil sie hörte, dass Jesus heilt. Und ein Glaube entstand in ihr, dass sie sagte, wenn ich seine Kleidung allein berühre, werde ich geheilt. Wenn du Glauben haben möchtest, wenn du mehr Glauben haben möchtest in deinem Leben, sieh Jesus, höre die Worte Gottes, lies in der Bibel und du wirst sehen, wie dein Glaube wächst. Nicht, weil du es erarbeitest, nicht, weil, oh, ich muss glauben und glauben und glauben. Weil die Leute, die so zwanghaft darin sind, kennt ihr die Leute, die vielleicht schon 20 Jahre Singles sind und die dann zu dir kommen und sagen, irgendwie klappt es bei mir nicht, weil die sich so darauf versteifen, ich muss die nächste Person, die ich kennenlerne, das muss mein Partner werden fürs Leben. Und gerade durch diesen Zwang, gerade durch diesen, oh, ich muss unbedingt geheilt werden, kommen sie nicht in das hinein, was Gott nämlich für sie hat, weil sie nicht loslassen und das empfangen können, was Gott für sie hat. Weil sie so fixiert sind und dann können sie das gar nicht empfangen. Aber ich bin heute aus Wiesbaden zu dir gekommen, dass du nicht den Fokus darauf richtest, was du von Gott bekommst, sondern wer Christus für dich ist. Und indem du Christus siehst, indem du Christus hörst, entsteht der Glaube und wächst der Glaube in dir, damit du von Gott empfangen kannst. Manche Leute sagen zu mir, Victor, du predigst über Jesus und das ist überhaupt nicht praktisch. Ja, sag das mal einem Petrus, der Jesus gesehen hat und er lief auf Wasser. Sag das mal einem Petrus. Wenn du Christus siehst in deinem Leben, das ist das Praktischste, was dein Leben verändern wird. Und wie gesagt, es geht darum, mit dem Herzen zu sehen und nicht einfach nur mit dem Kopf zu wissen. Weil wenn wir Christus sehen, wenn wir Christus hören, dann entsteht ein Glaube in uns und dadurch fließt der Glaube und sprudelt der Glaube in deinem Leben. Ich habe von einem jungen Mann gelesen, der in den 80ern, der hatte eine Gabe, ein Talent und er wollte unbedingt Schauspieler werden. Und er hatte wirklich diesen Wunsch und hat dafür schwer gearbeitet und er ist ziemlich arm aufgewachsen, lebte auch eine Zeit lang mit seinen Eltern in so einem Volkswagen, in so einem Van, weil die nicht viel hatten. Und als er sich beworben hat für einige schauspielerische Tätigkeiten und der Durchbruch nicht so da war, wie er sich's erhofft hat, war er natürlich frustriert, ist ja verständlich. Und dann hat er etwas Außergewöhnliches getan, nämlich er nahm dann, als er seinen Wagen hatte irgendwann, und das war so eine alte Schrottkarre,
fuhr er einen Hügel herauf und sah ganz Los Angeles, eine Stadt in der USA. Und er nahm einen Check raus und einen Kuli und er schrieb auf den Check 10 Millionen Dollar. Mit dem Verwendungszweck für dienstleisterische Tätigkeiten, für schauspielerische Tätigkeiten. Und er nahm den Check, den er sich selbst ausgestellt hat, und steckte ihn ein. Immer wenn es dann schwierig mit ihm war oder beziehungsweise er nicht den großen Erfolg hatte, wenn er mal falsch gedacht hat oder depressiv gerade war, nahm er den Check wieder raus und hat sich daran erinnert, 10 Millionen US-Dollar für schauspielerische Dienstleistungen. 10 Jahre später hat der Comedian, ein und dieselbe Person, Jim Carrey, für seine Filme mehr als 10 Millionen Dollar gemacht. Ich möchte dir jetzt nicht sagen, schreib einen Check auf und glaub an deinen Glauben und dann wird das geschehen. Das möchte ich auf keinen Fall sagen. Aber jeder von uns geht durch Zeiten, die schwierig sind. Jeder hat Phasen, die schwierig sind. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du mal 50 Euro verloren hast, und das ist wissenschaftlich bewiesen, wirst du an die 50 Euro, die du verloren hast, dich mehr dran erinnern, als 50 Euro, die du mal gewonnen oder geschenkt bekommen hast. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Und da gibt es noch jemanden, der dir dabei hilft, wenn es dir schlecht geht, der dir dabei hilft. Die Bibel nennt ihn den Teufel, den Widersacher, den Feind Gottes, den Lügner. Der Vater der Lüge. Und weißt du, was er dir sagen wird? Er wird dich sagen, schau auf deine Finanzen, du kommst aus diesen Schulden nie raus. Hey, guck mal, du bist immer noch krank. Gott heilt dich nicht. Gott heilt andere, aber nicht dich. Er sagt, oh, guck mal, du bist Single, du wirst nie eine glückliche Ehe haben. Und selbst, du wirst auch gar keinen Partner haben. Aber weißt du, wenn der Teufel mit solchen Sachen kommt und dir solche Lügen erzählt, weißt du, was du machen darfst? Du darfst deinen Scheck herausholen. Und auf diesem Scheck steht nicht 10 Millionen Dollar, sondern dort steht, ich lebe im Gnadenjahr des Herrn. Oder steht noch etwas, ich vermag alles durch Christus, der in mir lebt. Da steht noch etwas, der in mir lebt, ist größer als der in der Welt ist. Warte, da steht noch etwas. Gnade und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und alle Dinge müssen mir zum Besten dienen, weil ich Christus und Gott liebe. Das steht auf deinem Check. Das steht auf deinem Check. Markus, darf ich dich bitten? Ich möchte dir eine Zeichnung zeigen, die ein Lehrer von mir, als ich meine Ausbildung zum Pastor gemacht hat, die hat er mir reingraviert. Ich werde diese Zeichnung nie vergessen. Dankeschön. Und jetzt nur noch die Stifte. Danke. Oh, das Glas. Manche Leute denken, wenn sie die Bibel lesen, ich bleibe im Licht, ist besser, und ich bleibe auf dem Teppich. Manche Leute denken, wenn sie die Bibel lesen, die Bibel ist eine Scheibe. Hier ist 1. Mose, da irgendwie 3. Mose, Psalmen, Jesaja, Matthäus und dann irgendwann Offenbarung. Und alles ist irgendwie gleich wichtig. Mose, Matthäus, Offenbarung. Ich möchte dir heute sagen, nein, das stimmt nicht. Einfach um die Spannung ein bisschen zu halten, deswegen ist gerade diese Pause. Denn in der Bibel, wenn du die Bibel liest, siehst du eine fortlaufende Offenbarung, deren Höhepunkt Jesus Christus ist. Das ganze Alte Testament, und wenn du gestern da warst, dann weißt du das. Und auch heute mit diesen ganzen Opfern seht ihr, wie wunderbar das Alte Testament auf Christus zeigt.
dass Christus dieses Lamm Gottes ist, das für unsere Schuld stirbt. Alles im Alten Testament weist auf Jesus Christus. Es zeigt auf ihn, da wird ein Retter kommen, da wird das Reich Gottes durch ihn anbrechen, da wird Vergebung kommen. Dieser ist der Sohn Gottes. Und auch das Neue Testament zeugt auf Christus. Wir stehen auf dem Fundament, welches Christus ist. Damals hat Gott zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Jetzt aber, in der letzten Zeit, spricht er durch seinen Sohn zu uns. Jesus ist die Offenbarung Gottes auf dem Höhepunkt für uns. Denn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Deutlicher konnte Gott sich nicht offenbaren. Und ihr Lieben, heute bin ich da, um dir zu sagen, dass du Christus sehen sollst in deinem Leben. Weil er der Höhepunkt ist. Weil wenn du Christus siehst, entsteht ein Glaube in dir. Wenn du Christus hörst, dann wirst du verstehen und immer mehr in diesem Bewusstsein leben, dass du in dem Gnadenjahr des Herrn lebst. Ich möchte, dass du in deiner Krankheit, dass du Christus siehst. Ich möchte in deinen Eheschwierigkeiten, dass du Christus siehst. Ich möchte in deinen Fragen und Zweifeln, dass du Christus siehst. Denn er ist der Mittelpunkt von allem. Nimm Jesus aus der Bibel und das, was er am Kreuz vollbracht hat, und du hast nichts mehr. Das ist das Geheimnis erfolgreichen Gebets. Wir stehen auf der Grundlage von dem, was Christus vollbracht hat, um Dinge zu empfangen, die er für uns beschaffen hat, die er besorgt hat. Und wisst ihr, das ist so eine leichte Message, die ich heute bringe. Aber wenn das nicht nur in deinem Kopf ist, sondern in deinem Herzen, es revolutioniert alles in deinem Leben. Deswegen möchte ich dich ermutigen, kauf dir gern die Predigten-CDs, hör dir Predigten an, schau dir das Wort Gottes, schau selbst herein und hör das immer und immer wieder, damit der Glaube in dir wächst, damit du Christus siehst. Denn darum geht es, ihr Lieben, weil Christus der Retter dieser Welt ist. Du sollst Jesus sehen. Denn wenn du Jesus hörst, wenn du Jesus siehst, verstehst du, das Gnadenjahr des Herrn ist da. Gefangene werden freigesetzt, Zerschlagene werden aufgerichtet. Gott stellt Dinge wieder her in deinem Leben, die du vielleicht verloren hast, die vielleicht der Teufel geraubt hat in deinem Leben. Aber deine Wiederherstellung kommt im Namen Jesu, weil Christus gekommen ist. Wenn du glaubst und wenn du hörst, dass Christus verkündigt wird, verstehst du mehr und mehr, dass du so ein geliebtes Kind Gottes bist, dass der Zugang zu Gott frei ist und deswegen darfst du mutige Gebete zu Gott sprechen. Weißt du, du betest nicht nur, Gott, lass mich irgendwie das Jahr 2019 überstehen. Nein, sondern in Christus bist du weit mehr als ein Überwinder. Du betest nicht nur für deinen Sohn oder deine Tochter, die irgendwie nichts mehr von Gott zu tun haben will. Du betest nicht nur, oh Gott, bewahre meine Tochter, bewahre meinen Sohn und was er da so macht, beschütze ihn. Nein, du betest ein mutiges Gebet, dass er ein Mann, dass sie eine Frau Gottes wird, dass ihr Leben revolutioniert wird durch die Liebe Gottes und dass durch sie Menschen zu Christus finden. Das sind mutige Gebete. Du darfst mutige Gebete für deine Gemeinde, für deine Pastoren, für deinen Pastor beten, weil Gott hier ist, weil das Reich Gottes hier ist, weil das Gnadenjahr des Herrn hier ist. Das ist das Geheimnis erfolgreichen Gebets. Und ich bete, dass der Heilige Geist das ganz tief in euer Herz verwurzelt. Vielleicht bist du in diesem Jahr oder auch im letzten Jahr durch einige Dinge gegangen und du hast irgendwie gemerkt, dass irgendwie eine Tür nach der anderen verschlossen war. Du hast vielleicht eine Ablehnung nach der anderen bekommen, auf der Suche nach Arbeit, auf der Suche vielleicht nach einem Lebenspartner. Ich möchte dir heute sagen, dass das Jahr 2019 davon geprägt sein soll, dass du Christus siehst und dass in Christus ist auf die Verheißungen Gottes das Ja.
und wir sprechen das Amen dazu. Jetzt sag bitte nicht, ja, bei allen anderen klappt es, aber nicht bei mir. Lass es doch nicht zu, dass der Same des Wortes Gottes direkt herausgerissen wird aus deinem Herzen. Lass es doch nicht zu. Heißt das, dass wir keine Probleme mehr haben? Heißt das, dass wir keine Schwierigkeiten mehr haben? Das habe ich niemals gesagt. Aber in all dem wissen wir, dass wir weit mehr überwinden durch Christus. In all dem wissen wir, dass Immanuel, Gott ist mit uns. Und wir dürfen Christus sehen in jedem Lebenssituation, in jedem Sturm, in dem wir uns befinden, in jedem Feuer, in jedem Problem. Weil Christus uns verändert und wir auf seinem unerschütterlichen Fundament stehen dürfen. Für einen kurzen Moment der Privatsphäre möchte ich doch einmal bitten, dass wir alle die Augen schließen. Niemand nach links oder rechts schaut. Ich möchte dir sagen, Jesus hat ein Ja für dich. Und ich bin aus Wiesbaden hier hingekommen, um dich einzuladen für die größte und wunderbarste Entscheidung, die du heute treffen kannst, nämlich ein Kind Gottes zu werden. Denn Jesus ist für deine Schuld gestorben, er ist auferstanden am dritten Tag, damit der Zugang zu Gott frei ist, damit du das Geschenk der Vergebung empfangen kannst. Es ist ein Geschenk, was du dir nicht verdienen kannst, sondern nur empfangen. Und wenn du sagst, Victor, ich weiß noch nicht, ob ich ein Kind Gottes bin. Vielleicht sagst du auch, Victor, ich bin jahrelang weggelaufen von Gott und jetzt bin ich irgendwie hier aus Zufall. Nein, es ist kein Zufall, dass du hier bist. Aber Gott möchte, dass du das erneuerst, was du vielleicht vor Jahren mal gemacht hast. Und wenn du das bist, dann möchte ich einfach, dass du ich möchte gleich von 3 auf 1 herunterzählen, dass du mir ein Handzeichen gibst, damit ich weiß, wer sich heute sein Leben mit Gott verbindet, wer ein Kind Gottes wird, die Schuld wird vergeben. 3, Jesus liebt dich so sehr. 2, er ist gekommen, um dir Leben zu schenken, Frieden, Vergebung. Deswegen ist er am Kreuz gestorben und auferstanden, den Weg zu Gott frei zu machen. 1, heb deine Hand, wenn du sagst, ich möchte ein Kind Gottes werden. Zum ersten Mal, Dankeschön, 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 Dankeschön. Ist noch jemand hier, der sagt, heute zum allerersten Mal möchte ich, Dankeschön, so viele Hände. Wow, Dankeschön, 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 wow. Wo Menschen neu die Entscheidung treffen. Hey, das ist so gewaltig. Ihr dürft eure Hände herunternehmen. Wow, ich bin überwältigt. Und die Bibel sagt uns, wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, ihr dürft eure Augen gern öffnen, wenn ihr wollt, dann werden wir gerettet. Dann wird unsere Schuld vergeben. Und ich möchte ein Gebet vorsprechen, wo wir das einfach aussprechen und sagen, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld und werde du mein Herr und mein König. Und lasst uns das als ganze Gemeinde zusammensprechen. Himmlischer Vater, danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben und am dritten Tag auferstanden ist. Und deswegen bitte ich dich, vergib mir meine Schuld. Komm in mein Leben. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Von nun an lebe ich im Gnadenjahr des Herrn. Und du bist mein Vater. Und ich bin dein geliebtes Kind. In Jesu Namen. Amen. Da ist eine Party im Himmel, weil Menschen Ja gesagt haben zu Jesus. Gemeinde, lasst uns zusammen aufstehen.